Ja, herzlich willkommen auf der IBC bei Panasonic. Wir haben im Augen in diesem Jahr vier Hauptthemen. Das eine Mal ist hier die Erweiterung unseres Studiokamera-Lineups. Wir haben ja bereits im letzten Jahr begonnen, hier die ersten Studiokameras in Europa zu vermarkten. Nachdem wir da 20 Jahre nicht in dem Markt in Europa waren, weltweit natürlich immer schon. Hier jetzt, wie angekündigt, die zweite Studiokamera, die HC3800, rundet unser Lineup etwas nach unten ab, ist etwas abgespeckt, ist dafür aber auch preisgünstiger. Wir werden unser Studiokamera-Lineup konsequent erweitern und wir rechnen auf der nächsten IBC mit der dritten Studiokamera, die das Lineup weiter nach oben abrunden wird. Ja, hier vor der Bühne sehen Sie unseren ersten Ultra-Ready-Camcorder. Wir haben ja bereits im letzten Jahr und jetzt auf der NAB ein Mockup gezeigt von unserem ersten AVC Ultra Camcorder. Hier haben wir jetzt die HPX 600, die der erste Camcorder dort sein wird, hier vor unserer Bühne. Die ist ab jetzt sofort lieferbar, ab September. Eine ganz neue Kameratechnologie, 2/3 Zoll MOS-Sensor, Vollformat, eine enorme Lichtempfindlichkeit, F13 und ist das Schöne im nächsten Jahr upgradebar auf die Ultra-Basis und auf die P2 Microcard, sodass der Kunde, die heute diese Kamera kauft, zukunftssicher ist. Des Weiteren kann sie natürlich auch wie andere Kameras von uns mit einer Wi-Fi-Lösung ausgestattet werden, wo wir gleich auch nochmal näher darauf zurückkommen werden. Ja, hier sehen wir unsere Ultra-Codecs als Beispiele auf verschiedenen Monitoren, wobei wir ja Ultra bei 422 10-Bit Longroup anfangen, über 50 Megabit 422 Longroup bis hoch zu iFrame-only 100 Megabit, 200 Megabit bis hin zu 400 Megabit. Der Ultra-Codec ist einer der modernsten Codecs und ermöglicht eine bisher nicht dagewesene Bildqualität bei halber Datenrate. Was wir hier sehen, ist die Revolution der Speichermedien. Wir haben ja 2004 die P2-Karte eingeführt, das galt schon als Revolution. Jetzt gehen wir in den nächsten revolutionären Schritt. Wir werden eine Micro-P2-Karte Anfang nächsten Jahres in den Markt einführen. Diese Micro-P2-Karte ist nichts anderes als die P2-Karte im Gehäuse einer SD-Karte. Es ist aber die Technologie der P2-Karte, also entsprechend sicher. Unsere Geräte, die neuen Camcorder, werden alle diesen Micro-Card-Slot schon haben. Vorhandene Geräte können nach Software-Update mit einem Adapter, den wir auch im nächsten Jahr, Anfang des Jahres, auf den Markt bringen werden, mit der Micro-P2-Karte betrieben werden. Der Preis dieser Karte, das ist das Schöne, wird sich halbieren. Das heißt, er wird dem halben Preis einer heutigen P2-Karte entsprechen. Wir haben ja bereits im letzten Jahr unsere Wireless-Applikation vorgestellt für unsere 3100 und andere Camcorder. Hier sehen wir jetzt eine Erweiterung. Man kann mit dieser Wireless-Option direkt die Metadaten einsehen. Man kann aber auch EDLs erstellen und den Livestream mit 2-sekündiger Verzögerung beobachten. Nachher kann das, wie gesagt, abgespeichert werden und der Redakteur hat bereits vor Ort eine EDL. Und das kann natürlich nachher verwendet werden im Schnitt oder aber natürlich auch überschrieben werden. Dieses wird bei unserer HPX 600 zum Einsatz kommen, aber auch bei allen zukünftigen Camcordern und schon bei der 3100 kann das als Option nachgerüstet werden. Wir können derzeit mit dem iPad betreiben und aber auch mit einem Laptop natürlich. Und in der Zukunft auch mit anderen Smartphones oder Androiden-Tablets. Ja, wir haben ja traditionell im Bereich der Mischer in der Preisklasse 10.000 bis 20.000 Euro eine sehr starke Marktposition. Wir haben jetzt hier einen neuen Mischer, den wir im letzten Jahr schon vorgestellt haben, der jetzt seit Monaten verfügbar ist. Das ist der HS410. Das Besondere an diesem modernen Konzept ist, dass man über eine Zusatzsoftware-Tool entsprechend die eigene Software schreiben kann und den Mischer frei konfigurieren kann. Ja, wir lösen mit unserer HE60S und 60H unsere erfolgreichen Hole-in-One-Kameras 50H und 50S ab. Der Unterschied ist der, dass wir hier nicht nur die Steuerung über IP-Protokoll fahren können, sondern auch die Videodaten über IP-Protokoll übertragen können. Ja, die London Olympiade, die vor kurzem ja zu Ende gegangen ist, waren die ersten Olympischen Spiele in der Geschichte, die mit 3D übertragen worden sind. Und es freut uns natürlich, dass wir einen erheblichen Anteil daran hatten, weil unser 3D-PR1 AVCI Camcorder, P2 Camcorder, da waren 20 Stück von im Einsatz und die haben das Weltbild in 3D geliefert. Ja, und ansonsten, die IBC läuft noch bis zum Dienstag. Wir freuen uns hier auf dem Panasonic-Stand in der Halle 9 auf Ihren Besuch.